Music by Accent Pants, Saved Tatai and Trezor Savory. Nach 3 Tagen verlassen wir Teheran Richtung Norden, um über ein Gebirge an das Kaspische Meer zu fahren. Von dort wollen wir dann entweder weiter östlich nach Turkmenistan, wenn wir das Transitvisa doch noch bekommen, oder westlich nach Aserbaidschan, was langsam immer wahrscheinlicher wurde. So, wir machen uns jetzt fertig für die Abfahrt Richtung Kaspische See. Sahne manas raftane to nome vo ashku intezor sahne to az nabudanam tarone hoye biqaror tanha tar az gozashte ha qarib o dil shekaste am duri ye cheshmam az negot مثل کبیری خسته ام خیال تو تلنگره واسه مرور خاطرات تو کوچه پس کوچه ی زن در به در صدای پا خیال تو تلنگره واسه مرور خاطرات تو کوچه پس کوچه ی زن در به در. Bald nach Teheran beginnen die Berge mit atemberaubenden Straßen und Aussichten und es geht fast bis 3500 Meter hoch über Pässe. خیلی دلم تنگ برات یاد تو قصه منه دروغ نگم یه وقت تویی دل به هوات پر میزنه یه لحظه با تو بودن و به همه دنیا نمیدم دوست دارم رو غیر تو نه به هیچی نمیگم خیال تو تلنگره واسه مرور خاطرات تو کوچه پس کوچه ی زن در به در صدای ها خیال تو تلنگره واسه مرور خاطرات. Bei einem Imbissstand von einem Hirten am Pass wurden auch sofort zum Essen eingeladen. Widerstand zwecklos, war aber lustig und die Leute begeistern uns immer mehr. به بارون بگو من
از خونه گریه رو نباید تو این لحظه غمناکی. چقدر ساده بودم که میخواستم تو با این همه خاطر پاکی. چقدر ساده بودم که میخواستم یه حسی که داری محاشا کنم. چقدر ساده بودی که راضی شدی تو رو توی عکسا تماشا کنم. بگو فاصله چشم تو پس نده به این مرد تنهای بی هم نفس. بگو یک پرنده دلش خوش شده به پرواز کوتاه توی قفس. به یک آسمون بعد من دل ببند، بذار دل خوش آخر قصه شم. بذار بعد تو پشت این میله ها به چشمای ناظر تو وابسته شم. Genauso spektakulär, wie es in die Berge ging, so ging es auch wieder hinunter. Waren es auf 3500 Meter angenehme 30 Grad, so war es weit unten schnell wieder gegen 40 Grad heiß. Jetzt gehen wir, hopp! چقدر ساده به سرنوشت باختم، به این که ازت دورشم بهتری، به این که نباید تو وابسته شی، من سرد و مغرورشم بهتری. Tagesziel war Schalanda am Kaspischen Meer, wo wir ein bis zwei Tage warten wollten, ob unser Turkmenistan-Visum doch noch kommt. Wurde nach zwei Tagen dann doch Plan B nehmen, die Route über Aserbaidschan und das Kaspische Meer nach Kasachstan. Gunnar hat Hunger und wir finden dann auch ein staatliches Hotel. Günstig, super Internet, Restaurant und Geldwechselservice. Ja, was soll ich sagen? Wir sind da hier jetzt am Kaspischen Meer, haben Zeit, wenn wir aufs Visum warten, entweder Turkmenistan, Transit oder Aserbaidschan, eins von zwei. Ja, und wir genießen jetzt die Zeit am Meer. Das Meer ist echt warm, trotzdem genial, weil es abkühlt. Und ich kann das sagen, traumhaft, den war jetzt so ein relaxter Tag am Meer, das hat was. Ja, und das ist schon richtig, auch die Mädels müssen da mit Burkinis rumlaufen, aber manche haben einen Burkini, der ist so durchsichtig, dass man mehr sieht als bei uns zu Hause. Also scheißen dann sind die nichts mehr. Und wieder werden wir zu deren Imbiss eingeladen. Die Menschen sind sehr neugierig und auch froh, Ausländer zu treffen. Heute ist auch die Entscheidung gefallen. Turkmenistan wird aufgegeben, wir fahren nach Aserbaidschan. Also noch das Meer genießen, morgen geht's weiter. So, wir sind jetzt noch beim Hotel Schalanda. Wir sind fahrbereit und werden in Kürze starten Richtung Grenze Aserbaidschan. Wir passen uns auch der iranischen Fahrweise an, ist einfacher. Thank you.
خونه شدن نبودین ندیدین چه ویرونه شد دل نبودی ندیدی پریشونیامو فقط باد و بارون شنیدن صدامو قمت سرد و غمشین بگیر بسه وی هم کنی غیزو بسه دلم با خوش Nach 120 Kilometer kam über die Intercom von Roland die Frage, haben wir die Pässe? Also stehen bleiben, nachsehen, umdrehen, zurückfahren und die Pässe holen. نه یک شب که هر شب دلم بیقرار Da wir unsere Reisepässe vergessen haben, noch 120 Kilometer circa, mussten wir natürlich alles wieder retour fahren. Sind dann im Hotel angekommen, haben die Reisepässe bekommen. Uns wurde noch Tee gereicht, Wasser. Jetzt sind wir wieder auf der Piste. Dieser Mann ist jetzt extra nachgefahren und wollte uns auf einen Tee zu sich nach Hause einladen. Aber wir haben schon 240 Kilometer umsonst gemacht und mussten leider weiter nach Antalya und hatten etwas Zeitdruck. This way is good. Come on, boy. Heutiges Ziel war Banda Antsali, wo wir auch noch einen Tag verbrachten. Denn nun mussten wir auf unser E-Visa von Aserbaidschan warten. Heute wollten wir noch die 150 Kilometer bis Astana fahren und da die Grenze zu Aserbaidschan queren. So zumindest unser Plan. شبی با خیال تو هم خونه شد دل نبودی ندیدی چه ویرونه شد دل نبودی ندیدی پریشونیامو فقط باد و بارون شنیدن صدامو قمت سرد و وحشی به بیرونه میزد دلم با تو خوش بود و پیمونه میزد دلم با تو خوش بود و پیمونه میزد Links ist schon die Grenze. Wir würden ja nun bald hinüber sein, so dachten wir. Das war aber nichts.
Um es kurz zu machen, wir haben bei der Einreise am Kanä die Ausreisegrenze zu Turkmenistan angegeben. Wohl wissentlich, dass es Probleme gibt, wenn wir anders rausfahren. Aber das geht nun nicht anders. Nun ist Freitag, hier Feiertag und die Zollbehörde in Teheran muss ihr okay geben. Aber weil Feiertag ist, wird das Mail verschlampt und das sollte uns noch Tage dauern. Zuerst in ein Hotel und die Hoffnung, dass es morgen klappt. Hussein wohnt nicht weit von hier und kümmert sich darum. Am nächsten Tag wieder nichts und Hussein lädt uns zu sich nach Hause ein. دلم با تو خوش بود و پیمونه میزد 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 Für den Fall, dass wir jetzt das mit dem Visum und Kanä doch heute nicht wieder schaffen. Das steht ja noch in den Sternen. Der Roland hat schon sein Zelt aufgeschlagen. Und ich warte noch ab. Ich bin nur zuversichtlich, dass das heute klappt. Ich schlag mein Hussein hatte selbst Besuch von einer Familie. Und obwohl der Vater sehr religiös war, hatte er kein Problem, dass seine Töchter ohne Kopftuch rumliefen. Und die waren begeistert von den Motorrädern. یافتم از آفتاب خود را. So, wir verabschieden uns jetzt vom Hussein und seinem Haus und seinen Hühnern, vor allem der Kokelhahn. Der hat noch ein bisschen nervt so um 4 in der Früh. Heute würden wir über die Grenze kommen, so dachten wir zumindest. Also Geld wechseln und zurück ins Hotel. Warten ist angesagt. So, wie haben wir gerade gesagt, wie oft haben wir das Ernst ausgeschaut? Dreimal. Und einen Tag dazwischen haben wir anders geschlafen. Wir lassen uns die Laune nicht verderben. Das können sie nur gut machen, die Iraner, wenn sie jetzt einen Schnaps bringen. Inzwischen ist auch schon die österreichische Botschaft involviert und die versucht, das in die Gänge zu bekommen. Am fünften Tag bekomme ich beim Zoll wegen einem wirklich dummen Polizisten am Eingang einen leichten Ärgeranfall. 5 Minuten später stehe ich beim Chef vom Zollamt und eine Stunde später sind wir in Aserbaidschan. Geht doch. Aber trotzdem hat uns ein Zöllner nochmal abgezockt. Wir wollten nur mehr raus, also war es uns egal. Das Fazit von mir, Iran ist großartig, mit wirklich tollen Menschen. Aber die Behörden sind dort absolut untypisch. بگذار سر به سینه من تا بگویم هم دور Pardon? Das zweite Mal die Grenze für innen. Mal schauen, ob wir es dann auch wieder von außen sehen, aber von der anderen Seite.
Ausland dabei und die bei der Behörden sind. Ja. Einen iranischen Grenzarschgesichter. Arschlöcher, verschissene.